damit, hallo Leute und was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute zeige ich euch mal, wie ihr endlich wieder eure Transfer-Outfits, genauso eure Beth-Outfits, endlich wieder merchen könnt. Das ist jetzt nun endlich wieder möglich seit langem. Korrupter Cop wurde leider von Rockstar Games rausgenommen. Das war hier von Rockstar stellt unter Versus. Hier hat Rockstar jetzt mittlerweile wieder ein paar Jobs hinzugefügt gehabt. Ich weiß nicht wann, auf jeden Fall sind jetzt wieder ein paar Jobs drinne. Und aber Korrupter Cop ist halt immer noch nicht da. Ich denke mal, das wird auch nicht wiederkommen. Vielleicht kommt es wieder, wer weiß, keine Ahnung. Auf jeden Fall, solange Korrupter Cop noch nicht da ist, habe ich euch eine kleine andere Variante gesucht, wie ihr eure Outfits nun merchen könnt. Dafür braucht ihr einmal einen Job. Den habe ich euch unten in der Videobeschreibung markiert. Den müsst ihr euch einfach im Social Club markieren. Dann müsst ihr das Spiel noch einmal neu starten. Dann solltet ihr euch unter Online Jobs, Job spielen, markiert, unter Missionen dann angezeigt werden. Das ist die Mission, das ist so eine G-Sache. Die Mission braucht ihr, um eure Outfits nun merchen zu können. Aber um euch das jetzt noch besser zeigen zu können, wie man das nun mercht, erstelle ich mir jetzt ganz kurz ein Transfer-Outfit. Wir sehen uns dann gleich, wenn ich wieder hier auf dem männlichen Charakter angekommen bin, wenn ich mir mein Transfer-Outfit erstellt habe. Bis gleich. So, ich habe jetzt hier meinen Transfer-Glitch gemacht. Ich habe mir jetzt hier auch schon mein Outfit angezogen, was ich jetzt noch zum Merchen letztendlich brauche. Ihr macht, wie gesagt, den Transfer-Glitch genauso wie der alte. Also mal an dem macht ihr nichts anders. Ich habe euch auch nochmal den Transfer-Glitch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr macht es halt wirklich genauso, bloß dass das Merchen anders ist. Zieht euch auch wirklich, falls ihr irgendwelche Merch-Outfits braucht, wo irgendwelche Outfit-Teile dann noch auf das Outfit mit drauf sollen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Macht ihr auch so, also wirklich alles so machen wie sonst, bloß dass ihr halt einen anderen Job startet. Auf jeden Fall, ich habe mir jetzt hier den Rennanzug angezogen, weil ich den für mein Outfit brauche. Bei euch kann es ein Racing-Oberteil sein, bei euch kann es alles Mögliche sein. Wie gesagt, das zeige ich dann, wenn ihr ein Video von mir benutzt. Irgendwas, dann zeige ich das dort eigentlich immer, was ihr noch zu merchen braucht. Auf jeden Fall, wenn ihr dann soweit den Transfer-Glitch hinter euch habt, dass alles geklappt hat, ihr euch das Merch-Outfit noch angezogen habt, was ihr noch zu merchen braucht, geht ihr einmal auf Online, auf Jobs, Job spielen, markiert, Missionen und startet dann hier den Job. Das ist so eine G-Sache. So, dann hier in dem Job angekommen, geht ihr auf Kleidung, stellt einfach die Kleidung auf gespeicherte Outfits. Ganz wichtig, dass das auf gespeicherte Outfits ist. Beim Korrupter Cop war es ja auf in Besitz stellen, hier ist es gespeicherte Outfits. Denkt da wirklich dran, dass ihr das wirklich auf gespeicherte Outfits stellt, sonst funktioniert das nicht. Dann geht ihr auf Einstellungen bestätigen und ladet hier einfach irgendeinen Freund ein oder ein Crewmitglied oder irgendeinen Random. Hauptsache, irgendjemand joint euch in dem Job, der euch dabei hilft. So, wenn euch dann jemand beigetreten ist, drückt ihr einfach nur noch auf Spielen und wartet einmal, bis der Job gestartet hat. Und dann hier in der Outfit-Auswahl seid ihr auf Aktuell und drückt dann einmal jeweils die Pfeiltaste nach links oder nach rechts, je nachdem, wo ihr euer Transfer-Outfit abgespeichert habt. Bei meinem Fall muss ich nach links drücken. Dann habt ihr dann euer Transfer-Outfit an, dann müsst ihr nur noch bereit drücken und wartet, bis ihr im Job gestartet seid. So, dann hier im Job drinne müsst ihr einmal ganz schnell in das Auto einsteigen, was hier steht. Es kann auch möglich sein, dass ihr ein persönliches Fahrzeug hier irgendwo stehen habt. Auf jeden Fall müsst ihr jetzt zu irgendeinem Apartment von euch fahren. Ja, ihr müsst zu irgendeinem Apartment von euch fahren. Einfach dort zum Apartment fahren, egal welches. Hauptsache, ihr müsst halt wissen, wo euer Apartment ist. Wenn ihr nicht wisst, wo euer Apartment ist, ja, wird das schlecht. Auf jeden Fall fahrt da jetzt zu eurem Apartment hin. So, ich bin jetzt hier an meinem Apartment angekommen. Dann lauft ihr einfach in dieses Apartment rein. Ihr solltet dann automatisch reinlaufen können, wenn ihr bei eurem Apartment seid. Und jetzt müsst ihr es gleich so machen, falls ihr das mit Randoms macht. Rennt wirklich so schnell wie möglich zu eurem Kleiderschrank hin und speichert das Outfit auf irgendeinem Slot ab.
weil es kann sein, dass der Random verlässt oder die Mission macht und ihr deswegen irgendwie vielleicht aus dem Apartment gekickt werdet. Deswegen hier, mit dem ich das gerade mache, der macht auch die Mission einfach. Deswegen beeilt euch da wirklich, wenn ihr das mit Randoms macht, wenn ihr es mit einem Freund macht, der kann ja einfach stehen bleiben oder mitkommen. Auf jeden Fall jetzt hier das Outfit ganz schnell abspeichern. Überspeichern meistens hier einfach den Merch-Slot und dann verlasst ihr den Job einfach über das Handy. Hier dann draußen angekommen, solltet ihr das normale Outfit noch anhaben, mit dem ihr eben vielleicht im Transfer reingegangen seid. Falls das bei euch auch so ist, macht ihr einfach das Interaktionsmenü auf, geht auf Stil, wählt dann diesen Outfit-Slot aus, den ihr abgespeichert habt. Und dann habt ihr das Outfit auch schon an. Bei mir ist das letzte, habe ich hier mir eins mit Stickern gemacht. Falls ihr auch wissen wollt, wie ich dieses Outfit bekomme, also wie ihr diese Sticker auf eure Outfits drauf bekommt. Bei mir habe ich jetzt hier so eine komische Hose an, aber ich habe da ein Video zugemacht. Habe ich euch oben, was gesagt, unten in der Videobeschreibung mal verlinkt. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Da könnt ihr euch auch mit dem Transferglitz Sticker auf euer Outfit machen. Checkt das Video einfach aus, falls ihr das haben möchtet. Und da würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe euch dabei geholfen, wie ihr eure Transferoutfits wieder merchen könnt. Falls ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich riesig über ein Like und ein Abo freuen. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely.